ihr Lieben, noch ein kleiner Mini-Haul. Also ich war heute ganz kurz in der Stadt und wollte mir eigentlich eine Hose kaufen, weil ich brauche unbedingt eine Hose. Ich habe ganz arge Gewichtsschwankungen immer und jetzt bräuchte ich eine neue Hose. Ich habe leider keine gefunden, stattdessen habe ich ein kleines Kleidchen gefunden und so ein paar Kleinigkeiten. Ich würde die einfach kurz vorstellen und zwar war ich einmal kurz bei DM und habe mir zwei neue Nagellack geholt. Und zwar, sieht man es? Also eine super schöne Farbe. Und zwar hatte meine Freundin die auf. 050 ist das, Get Together. Sah wunderschön aus bei ihr. Und ist halt auch blond. Und ich habe eigentlich gedacht, das geht nicht. Und schwarz, mein Schwarz war leer. Da war ich kurz in der Buchhandlung, also in der juristischen Buchhandlung hier in Hannover. Und musste Geld für super tolle Sachen ausgeben, zwei Hefte. Des Weiteren war heute Kindertag. Ja, happy Kindertag für alle, die Kinder haben. Und Klein Anna hat von mir so ein Puzzle bekommen. Die puzzelt sehr, sehr gerne. Dazu gab es noch so ein paar Fili-Pferde. Ich glaube, das sagt wahrscheinlich den meisten eh nichts. Dann habe ich mir heute 3 DVDs gekauft, und zwar einmal Sex in the City 2. Ich hatte den schon mal, aber ich habe den, glaube ich, irgendwie ausgeliehen. Und ich weiß nicht mehr, an wen. Ich habe nämlich eine kleine Privatvideothek zu Hause. Ich habe nämlich über 800 Originalvideos. Dann für den Papa, morgens Papa-Tag. Turn that man. Und einmal etwas Der Junge im gestreiften Pyjama. Genau. Eine Freundin von mir hatte das Buch gelesen irgendwie und war vom Buch sehr angetan. Also es war aber sehr traurig und jetzt habe ich den Film gesehen für 5 Euro. Ich dachte, ich nehme ihn sofort mit und schaue ihn einfach mal. Dann habe ich mir heute Schuhe gekauft und man glaubt es kaum. Ich war heute bei Horstmann und Sander und ich suchte die ganze Zeit irgendwie Sandaletten schwarz. Ich wollte aber jetzt kein Vermögen ausgeben. Und bei Horstmann und Sander haben die Sandaletten, die mir gefallen haben, waren von Prada und haben 269 Euro gekostet, ganz schlichte. Und ich war einfach nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Also es tut mir in der Seele weh für Schuhe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehe super schlecht mit meinen Sachen um. Und Schuhe trage ich 2-3 Mal und die sehen total abgehunzt aus. Und jetzt habe ich mir welche bei Deichmann gekauft. Bei Deichmann. Genau, und zwar sehen die so aus. Also man sieht natürlich, dass die billig sind, ist klar, aber die sind wirklich, wirklich bequem und für die Uni und so, für ein paar Mal tragen, sind die in Ordnung, lagen bei 14,90 Euro. Ich habe mal einen angelassen, dass man das ungefähr am Fuß sehen kann. Oh, kriege ich mein Bein überhaupt so hoch? So sehen die am Fuß aus. Genau. So, dann war ich heute in einem noch peinlichen Laden. Ich habe mich heute mal in peinliche Läden gewagt und zwar habe ich diese schönen Ohrringe. Genau. Die habe ich mir zu einem Kleid, was ich mir heute auch ershoppt habe, irgendwie geholt. Und meine Freundin, die eine super günstige Shopperin ist, also die kauft immer sehr, sehr günstig Mode ein, sieht immer total toll aus, wie aus der Zeitschrift. Aber die kriegt alles super günstig. Und dann fragt man sie immer so, oh, wo hast du das bloß her? Das sieht wunderschön aus. Und dann sagt sie, 2,90 Euro New Yorker. Das ist wirklich unglaublich. Und ich habe diese Schuhe bei New Yorker gekauft. Und zwar hatte sie die letzte Woche an beim Spiel zu einem weißen, zu einem schwarzen Maxi-Dress. Und ich meine, die sehen echt super billig aus. Und ich hätte sie nicht gekauft, wenn sie so im Laden. Also ich gehe normalerweise gar nicht in den Laden und aber an ihren Füßen sahen die toll aus mit dem Kleid. Und jetzt werde ich das mal nachstylen. Michalinchen, sei Dank. Du hast immer die besten Styles. Okay, und das Letzte, was ich mir heute geholt habe, ist schon die Sonnenbrille mittendrin. Ist dieses Kleid. Es ist oben bis über die Brust enger. Und dann einen Moment. So. Also es sitzt eng, ist hier und dann halt weit. Kann man immer noch nicht sehen. Na, das ist böse. Ui. Und wieder aus.
Super. Ach Gott. Ich werde es nie lernen. Warum stelle ich es nicht einfach aus? Genau, in dieser Länge ungefähr. Ja, ich mag es wirklich. Es war reduziert bei Mango. Und zwar von 54 Euro auf 39,90. Darunter wieder der Preis. Das ist ein Tick von mir. Ich guck immer runter. 39 steht drauf. Ich habe heute mal nachgefragt, irgendwie das ist mit den Preisen. Und sie meinte, dass das die spanischen Preise sind. Und in Spanien sind die ja wirklich günstiger, im Schnitt 20%. Irgendwie steuerlich irgendwie. Oder es liegt irgendwie an den Steuern. Und außerdem ist es ja auch, Mango ist ja auch eine spanische Firma. Ja, eigentlich war es das schon fast. Ja, ich fahre Freitag, bin ich wieder in Hamburg unterwegs und werde wahrscheinlich nochmal bei Massimo Dutti reinschauen. Und wenn ich nochmal was Neues habe, mache ich nochmal ein Haul. Achso, übrigens habe ich heute mein Outfit an. Wie gesagt, ich bin ziemlich erschlagen. Ich war ziemlich lange in der Uni. Irgendwie hatte ich heute einen Vorlesungsmarathon. Es hat mich ein bisschen geschafft. Und das Wetter schafft mich auch sehr. Die Migräne hat mich im Griff. Okay, also ich habe so ein Oberteil an. Das ist uralt. Ich glaube, das habe ich mir 2004 gekauft, als ich Anna entbunden habe. Und zwar konnte ich in dem Oberteil stillen. Also man konnte es einfach so, es ist so gebunden so übereinander. Und ich konnte es einfach zur Seite machen und konnte zu füttern. Okay, ich mache einfach mal eine Ganzaufnahme. Oh. So. Also das ist das Oberteil, das ist so ein bisschen durchsichtig. Tja, kann man eins sehen, ne? So, genau. Hier wird es gebunden an der Seite. Genau. Darunter habe ich ein normales Basic-Top. Und dazu trage ich eine Jeans in Creme, die sehr aufträgt. Genau. Dazu hatte ich heute schwarze Ballerinas an und habe dann aber die neuen Schuhe dazu angezogen, ja, weil es einfach warm wurde. Und ja, ich dachte, Luft an die Füße. Dazu hatte ich wieder meine Louis Vuitton-Tasche. Oh mein Gott. Ja, sie ist schon ziemlich dreckig. Nach zweimal Tragen, super. Ja, aber sie könnte auch schwarz sein und stehen voll Dreck. Ich werde sie trotzdem lieben. Nun gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch wunderschöne Feiertage. Ich hoffe, ihr habt irgendwie, genießt das tolle Wetter und habt eine schöne Zeit. Genießt die freien Tage. Nun gut. Bye.